Einträgungen ins Handelsregister sind für mich sehr kompliziert. Aber es gibt eine Web-App. Wenn ich erwachsen bin, macht man die Einträge sowieso nur noch digital, oder? Geschätzte Zuhörerinnen, geschätzte Zuhörer, meine beiden Töchter haben das Thema meines heutigen Vortrages wunderbar umrissen. Es geht um Handelsregistereintragungen bzw. um deren Digitalisierung und Automatisierung. Einträge ins Handelsregister sind eine ganz bürokratische Angelegenheit. Es gibt sehr viele Formulare, die man unterzeichnen muss. Es gibt Urkunden, Statuten etc. Viele Unterschriften sind zu leisten. Es ist Papier per Post zu verschicken. Zugegebenermaßen ein etwas altbackenes Geschäftsfeld. Handelsregistergeschäfte in der Schweiz kann man aber bereits heute vereinfachen. Und wie in vielen Bereichen ist auch hier das Zauberwort Digitalisierung bzw. Automatisierung. Zu meiner Person, mein Name ist Urban Baumann, ich bin Rechtsanwalt in Lachen im Kanton Schwyz. Gleichzeitig bin ich Urkundsperson und ich habe so sehr viel mit Gesellschaftsrecht und entsprechend mit handelsregisterrechtlichen Eintragungen zu tun. Die Web-App von Firmit, die ich Ihnen heute auch vorstellen werde, hat mir meinen Arbeitsalltag als Urkundsperson stark vereinfacht. Die Gründe sehen Sie später. In erster Linie ist es die Fehlervermeidung. Ich bin leider auch nicht vor Fehlern gefeit. Um was geht's bei Handelsregistereintragungen? In der Schweiz werden jährlich weit über 40.000 Gründungen durchgeführt. In erster Linie geht es um GmbHs, AGs und Einzelunternehmungen. Im Jahr 2020 wurden beispielsweise 46.800 Gesellschaften gegründet. Das sind über 5% mehr als noch im Vorjahr, trotz Corona. Es gibt in der Schweiz über eine halbe Million Unternehmen. Die meisten davon sind Einzelunternehmen. Es gibt aber doch auch fast 240.000 GmbHs und AGs. Diese Gesellschaften benötigen dauernd Änderungen, die man im Handelsregister eintragen muss. Dennoch scheuen sich Berater, Treuhänder, Anwälte etc. das Geschäftsfeld der Handelsregistereinträge auszubauen. Dabei ist das Potenzial riesig. Wir haben es alleine schon anhand der Anzahl eingetragener Unternehmen gesehen. Das Potenzial lässt sich ausschöpfen, aber nur mit Digitalisierung und Automatisierung. Was gibt es für Handelsregistereintragungen? Zum einen sind es die Gründungen von neuen Gesellschaften oder Einzelunternehmungen. Zum anderen sind es auch Mutationen und Statutenänderungen der bestehenden Gesellschaften. Die Vorgänge, die jetzt weiß fett markiert sind, eignen sich für Automatisierung, weil es sich grundsätzlich um Standardgeschäfte handelt. Dabei ist zu beachten, dass sämtliche jetzt rosa eingefärbten Vorgänge einer öffentlichen Beurkundung bedürfen. Es gibt einige wenige komplexere Vorgänge im Gesellschaftsrecht. In erster Linie sind das Restrukturierungen im Rahmen des Fusionsgesetzes. Da ist eine persönliche Beratung unumgänglich.
Die übrigen Standardgeschäfte eignen sich indessen sehr, sehr gut zur Digitalisierung. Heute, ich habe es erwähnt, ist das Feld der Handelsregistereintragungen noch weitgehend ein analoges. Aber das wird sich ändern. Fotografieren Sie heute noch mit dem guten alten Kodak? Oder was machen Sie, wenn Sie etwas wissen wollen? Gehen Sie zum Büchergestell, holen den Brockhaus hervor und blättern darin? Oder googeln Sie etwa, um zu finden, was Sie suchen? Wie machen Sie Ihre Steuererklärung? Füllen Sie diese von Hand aus oder nutzen Sie ein Softwareprogramm, welches Ihnen alles erleichtert? Wie in allen Lebensbereichen dient auch im Bereich der Handelsregistereintragungen die Digitalisierung in erster Linie einer Vereinfachung. Es geht darum, dass Sie schnell und einfach fehlerfreie Dokumente generieren können. Sie sparen dadurch sehr viel Zeit und Kosten. Ihre Arbeitsprozesse werden optimiert und es wird gewährleistet, dass sich keine Fehler einschleichen und dass das Handelsregisteramt die Dokumente nicht zurückschickt. Dabei ist zu beachten, dass heutzutage rund 60% aller Handelsregisteranmeldungen Fehler aufweisen. Teilweise sind diese Fehler so gravierend, dass das ganze Geschäft abgewiesen oder zurückgewiesen zur Verbesserung werden muss. Was sind das für Fehler, die passieren können? Hier sehen Sie die häufigsten Fehler, die sich notabene allesamt durch eine Automatisierung eliminieren lassen. Außer die Zweckumschreibung, hier ist der Berater weiterhin gefragt. Firmit Solutions hat im Rahmen der alltäglichen Beratung als Urkundsperson und Rechtsanwälte eine Web-App entwickelt, um unsere eigenen Fehler weitgehend eliminieren zu können. Mit der Zeit haben wir uns entschieden, diese Web-App zu kommerzialisieren bzw. weiteren Beratern zur Verfügung zu stellen. Diese Web-App dient heute sehr vielen Treuhändern und Beratern als Hilfe, um die Dokumente fürs Handelsregisteramt fehlerfrei und automatisch erstellen zu können. Das Besondere an der Firmit-Lösung ist, dass wir die Beurkundung gleich mitliefern. Die Web-App soll dem Treuhänder, Berater als alltägliches Instrument dienen, mit welchem er seine Kunden ideal beraten kann. Anstatt dass ich Ihnen jetzt lang und breit die Web-App vorstelle, zeige ich Ihnen einen kurzen Film über die Funktionsweise. Thank you.
Sie haben einen kurzen Einblick in die Funktionsweise der Fermit Web App erhalten. Die Web App funktioniert eigentlich wie ein Kaffeeautomat. Sie können auswählen, welche Vorgänge Sie vornehmen wollen, beispielsweise Sitzwechsel oder im Moment ein großes Thema, Umwandlung von Inhaber in Namenaktien. Diese Umwandlungen müssen ja bis Ende April durchgeführt werden. Selbstverständlich kann man auch Bargründung einer GmbH auswählen. Und dann wird man durch die Web-App geführt und es werden alle notwendigen Informationen abgefragt. Ich habe erwähnt, es handelt sich bei der Fermit Web-App um eine B2B-Web-App. Also nicht der Endkunde, also der Gründer der GmbH, kommt in den Nutzen dieser Web-App, sondern der Treuhänder oder der Rechtsanwalt. Oder sogar der Notar, der nicht seine eigenen Urkunden generieren will, sondern der über die Web-App vereinfacht diese Urkunden erstellen lassen will. Er kann sie dann noch beurkunden. Für die Berater ist diese Web-App ein gutes Mittel, um die geschäftlichen Kompetenzen zu erweitern und um sich Know-how im Gesellschaftsrecht anzueignen bzw. dieses anzubieten. Selbstverständlich ist die Nutzung dieser automatisierten Eintragungsform auch preislich sehr attraktiv. Die Berater als Partner von Fermit bezahlen eine Flatrate und selbstverständlich ist es ihnen unbenommen, ihre eigene Rechnung dann dem Kunden zu stellen. Mehr über unser Pricing finden Sie, wenn Sie sich registrieren. Im zweiten Quartal 2021 werden wir die Personenmutationen live schalten. Da geht es darum, dass wenn man Adressen ändern will, weil der Verwaltungsrat von Zürich nach Luzern gezogen ist, kann man das ganz einfach über diese Web-App machen, auch wenn eine Gesellschaft einen neuen Verwaltungsrat wählt, wenn eine GmbH neue Gesellschafter aufnimmt, etc. etc. Alles kann man dann vereinfacht über die Web-App absolvieren. Ein großes Thema im Moment ist auch die Aktienrevision, die Aktienrechtsrevision, die per Anfang 2022 in Kraft treten wird. Zahlreiche Gesellschaften werden ihre Statuten ändern müssen. Selbstverständlich implementieren wir alle relevanten Änderungen auch in unserer Web-App. Geschätzte Zuhörerinnen, geschätzte Zuhörer, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Besuchen Sie unsere Web-App auf der Internetseite von Fermit und lernen Sie diese kennen. Sie ist wirklich eine große Vereinfachung im Alltag. Schönen Abend, danke.